Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag »Wie lange sollen wir arbeiten? Der demografische Wandel als Chance für die Gesellschaft« von Professor Axel Börsch-Suppan. Gehalten am 9. März 2010 in der Urania in Berlin. Guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein in der, wie ich gehört habe, wirklich sehr berühmten Urania, also so viele Vorträge macht, dass man also allein beim Zuhören der Vorträge hier schon mit Freude altern kann. Was ich Ihnen heute Abend vorführen möchte, sind eigentlich die Antwort auf fünf ganz einfache Fragen. Müssen ältere Leute noch arbeiten? Dürfen ältere Leute noch arbeiten? Sollen sie das tun? Können sie das tun und wollen sie das tun? Aber bevor ich diese fünf Fragen peu à peu durchgehe, möchte ich ein bisschen was über den Hintergrund des demografischen Wandels Ihnen sagen. Und zwar zum einen mal, wie massiv der demografische Wandel eigentlich ist. Er ist historisch einmalig. Wir können also nicht sozusagen Lösungen von früheren Perioden kopieren. Und ich möchte auch ein bisschen was über die Rahmenordnung sagen, in der der demografische Wandel stattfindet. Erstmal zum demografischen Wandel als historisches Ereignis. Die Erwerbstätigkeit, die Anzahl der Erwerbstätigen wird sich in den nächsten 20, 25 Jahren um ungefähr zwischen ein Drittel und ein Viertel verringern. Gleichzeitig wird die Anzahl der Rentner um ungefähr 50% ansteigen. Wenn man das eine auf das andere bezieht, heißt das, dass pro Erwerbstätige doppelt so viele Rentner da sein werden als im Augenblick. Das sind Größenordnungen, die haben wir bis jetzt noch nicht erlebt. Wir hatten mal 10%, 20% Schwankungen, aber hier geht es um ganze 100%, das Doppelte. Die Dimensionen sind also wirklich historisch dramatisch. Man kann sich das auch anders vorstellen, wenn man etwas überlegt, warum dieser demografische Wandel überhaupt entstanden ist. Das sind 2,5 Gründe. Anderthalb Gründe ist die niedrige Geburtenrate. Warum sind das anderthalb? Weil einmal hatten wir einen massiven Übergang vom sogenannten Babyboom zum Pillenknick. Im Babyboom hatten Frauen im Durchschnitt 2,5 Kinder. Im Augenblick sind es 1,3 Kinder, schon seit mehreren Dekaden. Und, deswegen nenne ich das anderthalb Gründe, daran hat sich nichts mehr geändert. Seit den letzten 40 Jahren ist die Geburtenrate konstant geblieben und das ist eigentlich sehr erstaunlich, denn die Politik hat ja relativ viel gemacht, aber die Geburtenrate ist immer die gleiche geblieben. Muss man sich vorstellen, von 2,5 Kindern pro Frau auf 1,3, gerade die Hälfte. Das ist das eine. Das andere ist, die Lebenserwartung steigt und steigt und steigt, ziemlich linear an. Je nachdem, wen Sie glauben, das Statistische Bundesamt ist da sehr, sehr konservativ und sagt, alle 10 Jahre um 1,5 Jahre. Das führende demografische Institut in Deutschland, in Rostock, ist sehr viel optimistischer und sagt ungefähr 3 Jahre, also fast das Doppelte, innerhalb von 10 Jahren. Aber selbst wenn wir die konservative Zahl nehmen, also die 1,5 Jahre, muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist. Alle 10 Jahre. Wie viele 10 Jahre haben Sie schon erlebt? Und das ist Ihr Zuwachs in der Lebenserwartung. Wenn ich hier eine Stunde lang rede, wenn ich das darf, dann sind das ungefähr 10 Minuten, die Sie zusätzlich haben. Ich kann also ruhig eine Stunde und 10 Minuten reden. Und das ist dann für Sie wie eine Stunde. Und wenn man den Rostocker glaubt, dann kann ich sogar 25 Stunden verlängern, ohne dass Ihnen auch nur eine einzige Sekunde im Leben verloren geht. Also die Dimensionen sind dramatisch, will ich damit sagen. Sie sind wirklich dramatisch. Und wenn dramatische Änderungen sind, dann haben Gesellschaften normalerweise Schwierigkeiten. Sie haben Schwierigkeiten, sich dem anzupassen. Weil wir viele Dinge langsam gelernt haben, über Generationen hinweg. Und jetzt ändert sich in ganz wenigen Generationen plötzlich das ganze demografische Gefüge. Und das ist der zweite Punkt, den ich sozusagen als Hintergrundbemerkung machen möchte, bevor ich auf die fünf Fragen hier eingehe. Die Rahmenordnung, in der wir unsere Entscheidung fällen, an die haben wir uns gewöhnt. Und die Änderungen, die wir jetzt in dem ganzen Aufbau machen müssen, hinken eigentlich der demografischen Entwicklung hinterher. Und am deutlichsten wird uns das beim Thema Arbeit. Wir haben uns eigentlich angewöhnt, dass das Rentenalter sinkt.
obwohl die Lebenserwartung ja steigt. Und das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Wir haben vor 2000 Jahren eine Lebenserwartung gehabt, die lag ungefähr bei 30. Da wurde man, wenn man diese 30 überschritten hatte, schon als Greis bezeichnet. Wenn ich so ins Publikum schaue, die 30-Jährigen, die wir haben, wenn ich die als Greise bezeichnet, dann werde ich hier verprügelt. Auch die 50-Jährigen lassen sich das nicht sagen und auch die 70-Jährigen nicht mehr. Also in unserem Kopf hat sich da schon was geändert. Dementsprechend muss ich natürlich auch die Arbeitswelt angleichen und das möchte ich Ihnen jetzt anhand der 5 Fragen sozusagen vorführen. Erster Punkt, müssen ältere Menschen noch arbeiten? Die Antwort ist natürlich nein. Keiner wird zur Arbeit verpflichtet, keiner muss arbeiten. Es gibt auch noch viele andere Dinge, die man mit seinem Leben tun kann, anstatt gegen Geld zu arbeiten. Das soll also freiwillig sein und ich denke, man kann die Freiwilligkeit eigentlich noch stärker machen, als man sie im Augenblick hat. Es gibt ein Fenster, in dem kann man in der gesetzlichen Rentenversicherung in Rente gehen. Das fängt im Augenblick mit 63 an und geht so ungefähr bis 67. Da drin kann man ziemlich frei wählen, wann man in Rente gehen möchte und nicht. Das kann man auch noch früher machen, man kann es aber auch nach hinten auswählen. Der Trick bei einer freien Wahl des Rentenalters ist, dass die Wahl neutral sein sollte. Was meine ich mit neutral? Das, was man an Rente bekommt, sollte nicht davon abhängen, ob man früher oder später in Rente geht. Und damit meine ich die Summe, die man an Rentenzahlungen bekommt. Das heißt also, wenn jemand seinen Renteneintritt verschiebt, später in Rente geht, dann sollte die Rente pro Monat, pro Jahr dementsprechend höher ausfallen. Wenn jemand sehr früh in Rente geht, soll das gleiche Geld kriegen, aber dann natürlich über mehr Jahre verteilt, also pro Jahr etwas weniger. Und so funktioniert grosso modo auch unser Rentensystem, aber nicht so ganz. Ich male Ihnen das mal auf. Es gibt Zu- und Abschläge. Und ich nenne die gerne Zu- und Abschläge. Stellen Sie sich, weil man 20 kann man gut rechnen, vor, das Fenster würde mit 60 anfangen, mit 80 ist die Lebenserwartung. Das heißt, die normale Rentenbezugsdauer sind 20 Jahre. Wenn Sie jetzt ein Jahr und Sie kriegen einen bestimmten jährlichen Rentenbeitrag. Wenn Sie jetzt ein Jahr später in Rente gehen, dann verlieren Sie ein 20. Ihrer Rentenzeit. Das ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 5%. Sie sollten also 5% höhere Rente bekommen. Tatsächlich bekommen Sie aber nur 3,6% nach den jetzigen Rentenregeln. Das heißt, das Mehrarbeiten, das Verschieben, das später in Rente gehen, wird eigentlich nicht belohnt, nicht richtig belohnt, ganz im Gegenteil. Sie haben in gewisser Weise einen Verlust von diesen 1,4%, denn Sie kriegen nur eine Rente von 3,6% mehr, verlieren aber ein ganzes Jahr ein 20. Ihres Rentenbezuges. Also es wird nicht genug belohnt, dass man länger arbeitet. Und ich denke, wenn man also Freiwilligkeit, freie Wahl des Rentenalters habe, dann ist das ein erster Punkt, der geändert werden müsste. Die Zuschläge für spätere Renteneintritt sollten höher ausfallen, als sie im Augenblick sind. Vielleicht noch ein dritter, kurzer Punkt. Es muss keiner in Deutschland arbeiten wegen Altersarmut. Das ist sehr anders in Entwicklungsländern. Da müssen Leute bis zum Schluss arbeiten. Das war früher in Deutschland auch so, vor der industriellen Revolution, weil es eben keine formalen Rentensysteme gibt. In Deutschland ist das nicht nötig. In Deutschland gibt es zumindest eine grundlegende Absicherung, die sogenannte Grundsicherung im Alter. Also arbeiten muss keiner, allerdings sind unsere Gesetze nicht wirklich neutral und sie bestrafen in gewisser Weise diejenigen, die länger arbeiten wollen, relativ zu denen, die kürzer arbeiten. Dürfen ältere Menschen noch arbeiten? Die zweite Frage. Und eigentlich ist da auch wiederum die Antwort ziemlich einfach. Ja, warum denn nicht? Eigentlich ist es selbstverständlich, dass jeder, der arbeiten will, auch arbeiten kann. Das ist aber nicht ganz so. Da stehen zwei Dinge eigentlich im Wege. Das eine, es gibt in vielen Berufen verpflichtende Altersgrenzen, über die man hinaus nicht arbeiten darf.
Die gibt es in Deutschland, obwohl die gegen geltendes EU-Recht verstoßen. Deutschland hat aber eine Übergangsfrist von ungefähr 8 Jahren, die ist noch nicht verstrichen. In der Zeit kann man also Menschen zwingen, die eigentlich weiterarbeiten wollen, aus welchen Gründen auch immer, trotzdem aufzuhören. Der Arbeitgeber hat das Recht zu sagen, ab morgen müssen Sie raus, was er ansonsten nie hat oder selten hat. Also es gibt 2 Beispiele, die im Augenblick auch in der Presse oft diskutiert werden. Das ist eine Dame im Reinigungsgewerbe, die sagt, die Grundsicherung ist mir zu wenig, mehr Rente kriege ich nicht, ich kann noch arbeiten und verdiene dann erheblich mehr und möchte diesen Mehrverdienst auch haben. Sie darf es aber nicht von ihrem Arbeitgeber, sie klagt im Augenblick dagegen. Ein anderer ist ein Richter, der mittlerweile 65 ist, offensichtlich viel Spaß an seinem Beruf hat und gerne weitermachen möchte, weil ihm der Beruf Spaß macht. Da geht es ihm weniger ums Geld. Auch der darf es nicht und auch der hat geklagt. Und auf beide Klagen warten wir im Augenblick beim Europäischen Gerichtshof. Das ist also der eine Punkt. Diese älteren Menschen dürfen nicht weiterarbeiten. Der andere Punkt ist ein moralischer, der sehr schwerwiegend ist, den man immer wieder hört bei dem Thema, die mehr oder weniger dieses Argument sagt, Ältere, ihr müsst Platz für die Jungen machen. Wenn ihr länger arbeitet, nehmt ihr den Jüngeren die Arbeitsplätze weg. Hört man immer und immer wieder in verschiedenen Varianten. Deswegen wurde zum Beispiel ein Gesetz für Altersteilzeit eingerichtet, das vor mehreren Monaten ausgelaufen ist. Im Augenblick wird im Bundestag wieder diskutiert, ob das verlängert werden soll. Das Hauptargument ist, Ältere sollen Platz für Jüngere machen. Das Argument ist falsch. Es ist sogar grob falsch. Es ist aus 3 Gründen falsch. Es ist ökonomisch falsch. So funktioniert die Welt nicht. Es ist auch empirisch falsch. Man sieht nicht, dass da Platz geschaffen wird. Und was sowohl ökonomisch als auch empirisch falsch ist, das kann nicht moralisch richtig sein. Deswegen ist auch moralisch falsch. Ich dekliniere das vielleicht mal kurz durch. Fange mit dem Empirischen an. Wenn man sich Länder anschaut, verschiedene Länder, und vergleicht den Anteil der Frührentner und trägt das ab gegen die Arbeitslosen, dann sollte man sich vorstellen, in den Ländern, wenn das so wäre, dass die Älteren den Jüngeren Platz frei machen sollten, dann sollten in den Ländern mit vielen Frührentnern die Jugendlichen nie arbeitslos sein. Und umgekehrt, in den Ländern, wo relativ viele ältere Menschen noch arbeiten, da sollte die Arbeitslosigkeit unter den jüngeren Leuten hoch sein, gering sein. Da genau umgekehrt ist es. Ja? Also wenn Sie sich mal anschauen, wir haben Niederlande, die USA und Schweden, in denen ist sowohl der Anteil der Frührentner relativ gering, als auch die Arbeitslosenquote gering. Und in Italien ist der Anteil der Frührentner hoch, aber auch die Arbeitslosenquote hoch. Und in Spanien ähnlich. Warum ist das so? Das liegt daran, dass die Frührente teuer ist und dass die jungen Leute mit ihren Sozialabgaben die Frühverrentung bezahlen muss. Das treibt deren Arbeitskosten aus Sicht der Arbeitgeber hoch. Und wenn die Arbeitskosten hoch sind, stellen die Arbeitgeber weniger ein. Frühverrentung schafft Arbeitslosigkeit durch deren hohen Kosten auf dem Rücken der Jüngeren und nicht umgekehrt. Das ist eine ganz wichtige Einsicht, weil das hier erstmal sehr plausibel sich anhört. Ja? Dass wenn man also eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen hat, dann müssen einige raus, damit die anderen rein können. Aber das ist die Vorstellung, dass eine Volkswirtschaft funktioniert wie ein Kiosk hier an der Kreuzung. Ja? In den Kiosk passen beim besten Willen nur 2 Leute rein, mehr können da nicht verkaufen. Ja? Und bevor jemand Neues in dem Kiosk angestellt wird, muss einer da rausgehen. Aber Volkswirtschaften funktionieren nicht. Die können expandieren, die können schrumpfen. Wie sehr die schrumpfen, haben wir in den letzten 1,5 Jahren aufgrund der Wirtschaftskrise gesehen. Wie die expandieren, haben wir auch erlebt, ist zwar schon was länger her, aber natürlich während des Wirtschaftswunders, während des Aufschwungs bis weit rein in die 70er Jahre, wo Arbeitsplätze geschaffen wurden. Ne? Wir sehen es auch im internationalen Vergleich, wie das Bild hier zeigt.
Also das ist ganz wichtig. Dieses falsche Argument ist das größte Hindernis einer aufgeklärten Reformpolitik, weil es scheinbar einleuchtend wirkt. Weil man leicht die Vorstellung einer Kioskökonomie hat, aber so funktioniert es nicht. Und wenn man sich das genauer anschaut, wie ich das eben gemacht habe, sieht man, dass das Argument, Ältere müssen Platz für Jünger machen, deswegen dürfen Ältere nicht arbeiten, dass das grob falsch ist. Sollen ältere Menschen noch arbeiten? Jetzt wird es schon schwieriger. Ich versuche das erstmal aus der Sicht der Arbeitgeber zu beleuchten und dann aus der gesamtwirtschaftlichen Sicht. Arbeitgeber sind hin und her gerissen. Die einen Arbeitgeber, und zwar zunehmend so, sagen, Erfahrung zählt. Wir stellen wieder Menschen ein, die noch wissen, wie die alten Apparate, die, sagen wir mal, in Siemens zusammengeschraubt wurden, wie die noch funktionieren, weil die Jüngeren das nicht mehr wissen. Aber nicht alle. Andere sagen, ältere Menschen sind weniger produktiv. Mit letzterem möchte ich mich erstmal beschäftigen. Auch das ist ein Mythos. Es gibt keine Evidenz, dass ältere Menschen jedenfalls in dem Zeitraum, den wir normalerweise als typisch für Arbeitsleben betrachten, weniger produktiv werden. Also bis ungefähr 65, 67 vielleicht. Also man stellt sich vor, es gibt zwei Arten, wie man produktiv sein kann. Das eine ist Körperkraft, Reaktionsgeschwindigkeit, Sehkraft, wie viel ich noch hören kann, wie gut ich laufen kann. Und das nimmt definitiv mit dem Alter ab. Sie sehen alle, ich trage eine Brille, ich höre auch nicht mehr so gut wie früher und einige haben gesehen, dass ich ganz schön hier hochgehinkt bin. Und mein Knie nicht mehr so funktioniert, wie es das früher getan hat. Also wir wissen, physische, kognitive Leistungen gehen mit dem Alter runter und zwar erschreckend früh. Ab 30 fängt der Degenerationsprozess, wenn man so will, des menschlichen Körpers an. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist Erfahrungswissen, Managementfähigkeiten, Menschenkenntnis, die steigen mit dem Alter. Vielleicht nicht bis Ultimo, aber definitiv weit in die Grenzen, über die Grenzen hinaus, die wir im Augenblick Rentenalter nennen. Und die Frage ist, wie wägt man das eine gegen das andere ab? Das eine geht runter, das andere geht leicht rauf. Irgendwie gibt es eine Mischung. Wir haben versucht, das rauszukriegen in einem ziemlich großen, groß angelegten Programm. Sie sehen das hier. Wir haben uns bewusst eine Tätigkeit ausgesucht, die, Sie sehen das bei dem linken Arbeiter, körperlich anstrengend ist. Und bei dem rechten, der montiert an dem Armaturenbrett die Kabel rein, die auch knifflig sind, wo man also sehen können muss. Ja. Das Ganze findet am Fließband statt und da ist obendrein ein gewisser Stress. Denn das Fließband schaltet man nicht ungestraft aus. Dann muss das Ganze, steht der ganze Produktionsprozess still. Das kostet das Unternehmen sehr, sehr viel Geld und dementsprechend gibt es Ärger, wenn man das macht. Wir haben hier, wie gesagt, in einem langen Forschungsprojekt altersgemischte Arbeitsgruppen uns angeschaut. Die Arbeitsgruppen sind so ungefähr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen groß und die fangen ungefähr mit 18 an und der älteste Arbeitnehmer hier in dem Betrieb war 64. Ja. Wir messen Produktivität an den Fehlern, die machen. Denn die Zeit und die Autotypen, die herstellen, sind immer das Gleiche. Das Fließband läuft gleichmäßig ab. Aber die Menschen machen unterschiedlich viele Fehler. Und die Hypothese war, Ältere sind weniger produktiv, die halten den Stress nicht mehr aus, die machen peu à peu mehr und mehr Fehler. Wir haben das beobachtet bei über 120.000 Einzelgruppen und Tagen und verschiedenen Zusammensetzungen, also wissen da sehr viel drüber. Was kommt raus? Wenn man sich nur das Alter anschaut und hält Betriebserfahrung und was da sonst noch alles unterschiedlich ist bei den vielen Menschen konstant, dann sieht man in der Tat, die Fehler gehen langsam hoch mit dem Alter. Scheint das Vorurteil zu bekräftigen. Wenn man umgekehrt sich den reinen Erfahrungseffekt anschaut, dann kommt das Umgekehrte raus. Je erfahrener die Menschen sind, umso weniger Fehler machen sie. Jetzt versuchen Sie mal, ein Jahr mehr Erfahrung zu kriegen, ohne ein Jahr älter zu werden. Das geht nicht. Man muss die beiden Dinge addieren.
muss den reinen Alterseffekt nehmen, dann den reinen Erfahrungseffekt, muss die beiden übereinander legen und Sie sehen schon, das sinkt etwas schneller, als das eben angestiegen ist. Wenn man das zusammenrechnet, sehen Sie, der Erfahrungseffekt überwiegt, selbst in einer Tätigkeit, wie hier das Zusammenschrauben von Lastwagen auf dem Fließband, zählt Lebenserfahrung, Menschenkenntnis offensichtlich mehr als körperliche Gewandtheit oder Muskelkraft. Wir haben die gefragt, woran liegt denn das eigentlich? Und wenn man einem Fließband länger zusieht, dann sieht man, wie eben Dinge schief gehen. Ne? Dem einen fällt was hin, der andere macht das nicht richtig. Es muss also dann doch relativ viel improvisiert werden. Die laufen dann sozusagen an dem Lastwagen vorbei, versuchen das gerade noch richtig hinzukriegen, bevor die nächste Arbeitsgruppe an dem Lastwagen bauen will. Und das erfordert Zusammenspiel und siehe da, plötzlich sieht man, wo die Älteren ihre Rolle haben. Die haben nicht die Rolle, sagen wir mal, die Lichtmaschine zu heben. Das überlassen die den Jüngeren. Aber wenn was schief geht, dann sortieren die sozusagen den Laden und sagen, wer was wann machen soll. Bleib du zurück, geh du rein. Und da sieht man, wie eben Erfahrung, Menschenkenntnis, das Zusammenhalten von Gruppen, das können Ältere besser als Jüngere, offensichtlich. Und das kommt sehr schön hier raus. Wir haben das bei BASF auch noch gemacht, in einer großen Chemiefabrik in Ludwigshafen. Und wir machen das im Augenblick bei der Allianz, bei einem völlig anderen Art von Tätigkeit, Bürotätigkeit, wo der Stress sehr viel weniger unmittelbar da ist und sind gespannt, was bei der Allianz rauskommt. Bei BASF die gleichen Befunde. Wir sehen, dass die Erfahrung mehr zählt als die physischen Fähigkeiten. Das ist also die Arbeitgebersicht. Es gibt keinen Anlass zu sagen, wir wollen ab 60 Arbeitnehmer loswerden, weil sie nicht mehr so produktiv sind wie Jüngere. Das stimmt nicht. Aus volkswirtschaftlicher Sicht fange ich am besten bei dem Status quo an. Wir sind in Deutschland relativ gut dran, was Produktivität pro Arbeitnehmer ansieht. Da sind wir sogar besser als die fünf wachstumsstärksten EU-Länder. Wir sind nicht ganz so wachstumsstark wie die Vereinigten Staaten über einen größeren Zeitraum gemessen, aber der Unterschied ist relativ klein. Wo wir einen Riesenunterschied haben und deswegen deutlich weniger reich sind, zum Beispiel als die Amerikaner, aber auch als die Mehrzahl der EU-Staaten, der EU-15-Staaten sollte ich sagen, also der alten EU-Staaten, das liegt daran, dass wir sehr viel weniger arbeiten als die. Ja? Also im Vergleich zu den fünf wachstumsstärksten EU-Ländern arbeiten wir 17% weniger im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, ungefähr 26% weniger. Wenn man weniger Arbeit reinsteckt in eine ganze Volkswirtschaft, kommt eben auch weniger Lebensstandard am Schluss bei raus. Das sollten wir im Hintergrund haben. Produktivität, produktiv sind wir in Deutschland. Aber wir arbeiten deutlich weniger. Das wird sich durch den demografischen Wandel akzentuieren. Erinnern Sie sich an meine Einleitung. Wir werden weniger Erwerbstätige haben, aber mehr Rentner, die ja irgendwo ihre Brötchen her haben wollen. Die muss jemand backen. Aber wir haben ungefähr ohnehin jetzt schon weniger, ja nicht unbedingt Bäcker, aber insgesamt Erwerbstätige. Und in Zukunft wird sich das noch weiter akzentuieren. Aus volkswirtschaftlicher Sicht haben wir also definitiv einen Bedarf an mehr Arbeitsplätzen durch die Demografie. Jetzt komme ich natürlich wieder auf das, sollen ältere Menschen noch arbeiten, zu sprechen. Denn woher sollen eigentlich mehr Arbeitnehmer kommen, wenn die Geburtenjahrgänge immer dünner und dünner werden, aber die Konsumjahrgänge noch so bleiben, wie sie im Augenblick sind? Das wird ungefähr die nächsten 20 Jahre noch der Fall sein. Wir können eine höhere Frauenerwerbsquote haben, aber die lässt sich auch nicht beliebig steigern. Wenn die sehr viel stärker steigen, wird die Männererwerbsquote wahrscheinlich etwas runtergehen, weil irgendjemand wird sich um Kinder kümmern müssen.
Wer können die Jüngeren früher anfangen? Da gibt es noch eine ganze Menge Luft. Wir haben in Deutschland ein relativ spätes Berufseintrittsalter. Ungefähr 2 Jahre später als Dänemark, komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Und wir können später aufhören zu arbeiten. Und da sind wir natürlich wieder beim Thema. Volkswirtschaftlich gesehen ist das Erwerbspotenzial, was in den älteren, erfahrenen Arbeitnehmern steckt, natürlich Gold wert, gerade in der Zeit demografischen Wandels, wo wir eher zu wenig Arbeitskräfte haben. Kann man sich im Augenblick noch wenig vorstellen bei hoher Arbeitslosigkeit. Ja. Aber die Zahlen sind so drastisch, habe ich Ihnen ja vorher gesagt, doppelt so viele Rentner pro Erwerbstätige, dass da also eine Menge Luft ist, nicht nur die Arbeitslosen abzubauen, sondern wir brauchen dann noch zusätzliche. Erinnern Sie sich nochmal an die absoluten Zahlen. Ja. Wir hatten gesagt, ungefähr ein Drittel weniger Erwerbstätige. Das übersetzt sich in 8, 9, 10, je nachdem, wie das zukünftige Erwerbsverhältnis, 12 Millionen weniger Erwerbstätige. Wir haben im Augenblick, selbst bei großzügiger Zählung, höchstens 6 Millionen Arbeitslose. Sie sehen also, dass das demografische Problem ist sehr viel größer als das augenblickliche Arbeitslosenproblem, was wir derzeit haben. Hier sieht man auf diesem Bild, wie die Entwicklung der Erwerbstätigkeit ist unter verschiedenen Annahmen. Fängt links mit 2005 an, rechts hört es bei 2050 an, also weit in die Zukunft. Die grüne Linie ist das, was man sich sozusagen, wenn man die Länder sich anschaut, wo am allermeisten gearbeitet wird, wenn das in Deutschland auch so wäre. Die blaue Linie ist Dänemark, damit ist es einfacher, sich zu vergleichen. Die rote Linie ist, was passieren würde in Deutschland, in der Anzahl der Erwerbstätigen, die auf der linken Seite abgetragen sind, wenn die augenblicklichen Erwerbsquoten so bleiben würden. Und Sie sehen, das geht schnell runter, wir haben im Augenblick etwas mehr als 38 Millionen Erwerbstätige. Wenn wir ins Jahr 2030 schauen, sind wir da schon ungefähr 6 Milliarden drunter und dann geht es nochmal so weiter bis zum Jahr 2050. Dazwischen habe ich eine Linie eingezeichnet, das sind die Dreiecke, die lila Dreiecke. Die habe ich Agenda 1005 genannt. Das Wort Agenda 2010 darf man ja dieser Tage nicht mehr aussprechen. Das ist, wenn die Hälfte dieses Programms umgesetzt würde. Gerade mal die Hälfte. Ja? Was dann passieren würde. Und Sie sehen immer noch, würde die Anzahl der Erwerbstätigen massiv zurückgehen. Man kann das ganz gut ausrechnen. Der Unterschied zwischen dem, wie die Dänen im Augenblick schon mit ihrer Erwerbsbevölkerung umgehen, das sind die blauen Punkte, und wo wir hinkommen könnten, wenn wir nur die Hälfte der Agenda 2010 umsetzen würden, macht schon mal 2,1 Millionen Erwerbstätige aus. Wenn wir es mit dem Status quo vergleichen, sind es 5 Millionen Erwerbstätige. Was ich sagen will, ist, die Anzahl der Erwerbstätigen hat einen riesen Einfluss auf das, was passiert, ob wir unsere Erwerbsquoten anpassen oder nicht, früher in Rente gehen, später in Rente gehen, wie viele Frauen arbeiten, wie spät wir aus der Ausbildung in den Beruf eintreten, übersetzt sich in Millionenzahlen bei Erwerbstätigen. Das kann man in Lebensstandard umrechnen. Sie sehen dieselben Kurven. Jetzt nur ist auf der linken Seite Lebensstandard in Prozenten relativ zu einem. Und wenn wir uns nur den Unterschied anschauen, um die Geschichte kurz zu machen, ist der Lebensstandardunterschied zwischen einer dänischen Erwerbstätigkeit und dem, was wir mit der halben Agenda 2010 erreichen könnten, immerhin 5,5%. Wenn wir es mit dem Status quo vergleichen, sind es 12,5%. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann steigt der Lebensstandard nicht groß an, sondern er wird für uns alle im Jahr 2030 ungefähr ein Achtel niedriger liegen als jetzt. Das ist eine große Zahl. Ja? Und die liegen einfach daran, dass 5 Millionen weniger Arbeitskräfte natürlich weniger Lebensstandard produzieren können, als wir im Augenblick haben. Also das Sollen ist auch schnell beantwortet. Ja, aus Ökonomensicht ist das glasklar. Ältere Menschen sollen, wenn sie denn können und wollen, arbeiten,
denn das hilft, unseren Lebensstandard trotz des demografischen Wandels abzusichern. Können denn ältere Menschen noch arbeiten? Ist selbstverständlich die nächste Frage, die sich stellt. Und mit meinem Humpeln habe ich ja schon angefangen, die vielleicht zu antworten. Die Antwort ist ja. Im Großen und Ganzen klappt das. Würde das klappen. Das Einfachste ist wieder, man schaut sich eben ein anderes Land an. In diesem Fall zum Beispiel Dänemark. Das ist die Arbeitsmarktbeteiligung aufgemalt, einmal in Deutschland und einmal in Dänemark. Und das zeige ich Ihnen am besten in den Unterschieden. Die sind jetzt farblich markiert. Das ist der Unterschied im Austrittsalter aus dem Erwerbsleben. Da ist die deutsche Kurve die innenliegende und die dänische die außenliegende. Die Dänen arbeiten ungefähr 2 Jahre länger im Schnitt als die Deutschen. Das gilt für Frauen wie für Männer. Beim Eintritt ist es übrigens auch so, das nur als Nebenbemerkung, die Dänen bringen es fertig, ihre jungen Leute ungefähr 1,5 bis 2 Jahre früher in das Berufsleben reinzukriegen. Im Übrigen sind die auch in den berühmten PISA- und TIMSS-Studien besser dran als wir. Das geht also nicht auf Kosten der Ausbildung. Das nur als Fußnote gesagt. Der andere große Unterschied ist die Frauenerwerbsquote. Die dänische Kurve liegt deutlich über der deutschen Kurve. Auch die Frauenerwerbsquote in Dänemark ist höher. Das macht den Unterschied aus, den Sie vorhin gesehen haben. Und es geht offensichtlich. Die Dänen sind auch nicht gesünder oder kranker als wir Deutsche. Sie haben einen ganz normalen Sozialstaat wie wir Deutsche. Das funktioniert in anderen Ländern schon. Und was in Dänemark funktioniert, könnte wohl auch in Deutschland funktionieren. Also, das wäre eine Antwort auf die Frage, können ältere Menschen noch arbeiten? Der gelbe Teil zeigt Ihnen rechts, dass die Dänen das zumindest können. Was anderes ist, sich direkt die Gesundheit anzuschauen. Hier habe ich subjektive Gesundheit aufgetragen. Unten sehen Sie die Jahre, fängt mit 60 an, geht mit 69 rechts weiter. Und Sie sehen eine Punkteskala, das sind Prozente von Menschen, die sagen, dass ihr Gesundheitszustand gut, sehr gut oder gar exzellent ist. Und Sie sehen, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, das sind im Alter von 60 fast 80% aller Menschen. Das zeigt nur, wie gut unser Gesundheitssystem letztlich ist. 60%, 80% der 60-Jährigen, fast 80% sagen, es geht ihnen gut. Sie sehen, das geht zurück. Langsam geht das runter. Aber unter den fast 70-Jährigen sind es immerhin noch fast 75%. Tatsächlich ist die Schwankung von Person zu Person viel größer als das, was man als Alterseffekt sieht. Ich habe da noch eine zweite Kurve aufgetragen. Das ist, wenn Leute sagen, ich habe irgendeine Behinderung, die mich nicht richtig arbeiten lässt. Da sehen Sie, da sagen ungefähr 65% mit 60, dass dem nicht so ist. Und noch über 60% mit 70. Also das sind subjektive Zahlen. Daran sieht man, dass die Arbeitsfähigkeit noch sehr hoch ist. Natürlich gibt es Leute, die können das nicht mehr. Also ungefähr 30% der 70-Jährigen. Aber 2/3 schätzen sich so ein, dass sie das noch könnten. Man kann das auch objektiver messen. Das ist jetzt was sehr Objektives. Die Kraft, die man noch in den Fingern hat, in den Händen hat, da sehen Sie das gleiche Muster. Das geht langsam zurück. Aber im Prinzip ist die Schwankung innerhalb jedes Jahrgangs, das ist die schwarze Klammer, die so etwas schlecht sichtbar ist auf dem Bild hier, die Unterschiede zwischen Menschen ist sehr, sehr viel größer als die Veränderung zwischen 60 und 69. Der dritte Punkt ist, das ist der jetzige Zustand. Was wir lernen aus Langfristuntersuchungen, das ist hier aus den Vereinigten Staaten, Sie sehen, das sind 20 Jahre historischer Beobachtung, ist, dass die Invaliditätsraten deutlich zurückgehen. Das sind verschiedene Umfragen, verschiedene Arten von Messungen, es geht runter. Das nennt man sehr vornehm Morbiditätskompression. Was bedeutet das? Wenn wir uns mal anschauen, 1980 war das ungefähr die Lebenserwartung, davon war ein Teil die gesunde Lebenserwartung.
Danach kommt die Zeit, wo es einem nicht mehr so gut geht. Mittlerweile, Zeit der Behinderung, wenn Sie so möchten. Mittlerweile haben wir eine deutliche höhere Lebenserwartung. Sie sehen, der schwarze Pfeil ist jetzt deutlich nach rechts gewandert. Die Frage ist, wann fängt hier der Grad der Behinderung an? Die Pessimisten sagen, alle dazugewonnenen Jahre sind Jahre in Behinderung. Das stimmt also wirklich nicht, das wissen wir. Ja? Man könnte meinen, das ist, hat sich also leicht verschoben, das ist die blaue Kurve hier. Tatsächlich ist es so, dass es sich deutlich nach rechts verschoben hat, dass die Zeit der Behinderung absolut in Jahren kürzer geworden ist. Das heißt, die gesunde Lebenserwartung ist überproportional gestiegen, ist noch schneller gestiegen als die Lebenserwartung. Das haben wir im Wesentlichen der Medizin zu verdanken. Alterskrankheiten sind nach wie vor da, aber ihre Auswirkungen sind so, dass die Behinderung, die Zeit der Behinderung deutlich kürzer ist als früher. Das gilt auch für mentale Krankheiten. Also wir können mit Alzheimer besser umgehen, als wir das noch vor 20 Jahren hatten, obwohl wir gegen Alzheimer selber kein Kraut haben im Augenblick, außer Bewegung und spazieren gehen. Das ist also Morbiditätskompression. Das heißt also, der Gesundheitszustand ist nicht nur ohnehin schon gut, im Zeitfenster zwischen 60 und 70, er verbessert sich auch, und zwar noch schneller als die Lebenserwartung. Also von daher meine ich schon, dass man sagen kann, Ältere können länger arbeiten. Ob sie es wollen, ist eine andere Frage. Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Im Übrigen gilt auch für die Krankheitstage nicht, dass ältere Arbeitnehmer häufiger krank werden. Das gilt, um eine lange Geschichte hier kurz zu machen, für die ersten, sagen wir mal, 20, 30 Jahre im Leben. Da wächst in der Tat die Zahl der Krankheitszeiten mit dem Alter, aber ab 50 hält sich das ungefähr die Waage, weil ab 50 die Krankheitsdauern länger werden, die Menschen werden ernsthafter krank, aber sie werden weniger kurzfristig krank. Und jetzt lachen Sie mich nicht auf, das sind Daten, die haben wir wiederum von der Lastwagenmontagefabrik. Insbesondere die Krankheiten, die einen Tag wären und am Montag und am Freitag passieren, sind unter Jungen deutlich häufiger vertreten als unter älteren Menschen. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Wollen ältere Menschen noch arbeiten? Und die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Das müssen Sie selber wissen. Ich kann Ihnen aber etwas darüber sagen, ob ältere Menschen noch arbeiten sollen, wollen sollen. Und zwar nehmen sich ja viele, die früher in Rente gehen, vor, noch irgendetwas zu machen. Freiberuflich sehr oft oder in der Familie. Denken sozusagen, jetzt fängt nochmal ein neuer Lebensabschnitt an und dann wird es mir wieder richtig gut dann anschließend gehen. Das klappt auch für einige. Aber wenn man sich das im Durchschnitt anschaut, dann ist die Lebenszufriedenheit nach Frühverrentung nicht ganz so rosig, wie sich das manche vorstellen. Hier ist ein Bild, das zeigt einen Index der Lebenszufriedenheit. Die grüne Linie hier ist der Frühverrentungszeitraum. Ungefähr 60 Jahre, ein bisschen früher. Sie sehen, die Lebenszufriedenheit nimmt ab in den letzten Jahren des Berufslebens. Die Menschen mögen ihren Beruf weniger und weniger. Dann ein Jahr vor der Frühverrentung steigt die Laune wieder. Die Menschen freuen sich darauf, dass das Arbeiten an der Kasse oder was weiß ich wo endlich ein Ende hat. Und dann ungefähr ein Jahr lang, vielleicht auch zwei Jahre lang, fühlen sie sich wirklich gut. Und dann sehen sie, geht es wieder bergab. Der Trick bei der Untersuchung hier, das wird gemessen relativ zu denen, die normal in Rente gehen. Also das ist ein relativer Unterschied zu den Menschen, die normal in Rente gehen. Will heißen, diejenigen, die früh verrentet werden, denen geht es kurzfristig besser als den Normalrentnern. Geht es sozusagen wieder bergauf, nach einer Phase bergab. Aber langfristig gesehen geht es ihnen schlechter
als den Normalrentnern. Wenn man dem jetzt etwas nachbohrt, woran liegt das eigentlich? Dann kommt daraus, dass Arbeit eben ein Anker des sozialen Lebens ist. Die Bekanntschaften kommen großen Teil aus dem Arbeitsumfeld. Und die meisten Menschen machen sich keine Vorstellung darüber, dass wenn das Arbeitsumfeld wegfällt, dass sie dann isolierter werden. Die Sozialkontakte nehmen ab. Die Freunde, mit denen man sich eigentlich noch verabredet hatte, verabreden wollte, werden seltener. Und darüber geht die Lebenszufriedenheit etwas runter. Es schaffen einige, das ist der zweite Punkt, ein neues Leben anzufangen. Und denen geht es richtig gut, das sieht man auch in den entsprechenden Untersuchungen. Aber die Mehrzahl schafft es nicht. Etwas deprimierende Einsicht, aber vielleicht keine ganz überraschende. Es ist nicht so einfach, ein neues Leben anzufangen mit 60 und auch das wiederum sozusagen zu verankern. Also das nur als Fußnote sozusagen zu dem Wollen. Das ist etwas, wo man sicher noch viel mehr untersuchen könnte, wo man sich auch nachschauen könnte, ob man durch entsprechende Programme seitens der Kommunen, seitens der Urania, also mehr Sozialkontakte schafft, neues Leben schafft, dass also diesen Abfall insbesondere nach der Frühverrentung vermeidet. Aber man soll sich im Klaren sein, Frühverrentung wird oft teurer erkauft, als man sich das vorstellt. Ich glaube, damit haben wir die fünf Fragen beantwortet. Menschen müssen natürlich nicht länger arbeiten, aber es wäre gut, wir hätten ein neutrales Rentengesetz, was diejenigen, die früher oder später in Rente geht, gleich behandeln. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Menschen sollten länger arbeiten dürfen. Das moralische Argument, dass Ältere den Jüngeren die Arbeitsplätze nimmt, stimmt nicht. Das ist sehr wichtig. Ob sie sollen oder nicht, ist eine sehr moraltriefende Frage. Ich denke, dass die Wissensgesellschaft mehr Erfahrung braucht. Die ältere Gesellschaft braucht definitiv mehr Hände und Köpfe. Aus volkswirtschaftlicher Gesichtspunkten ist ganz klar, wir brauchen die Älteren mit ihren Erfahrungen in der Volkswirtschaft. Ob sie es können, ist auch relativ klar. Der Gesundheitszustand älterer Mitmenschen ist gut und er verbessert sich zudem. Und das, was man im Laufe der Zeit an Fähigkeiten verliert, ist relativ gering, jedenfalls in dem Fenster, das ich Ihnen gezeigt hatte, zwischen 60 und 69 Jahren. Und ob sie es wollen, muss man ihnen selber überlassen, aber nicht alle Frührentner sind mit ihrem Leben wirklich zufrieden. Insofern ist das also eine komplizierte Botschaft. Ich denke, man kann sie zusammenfassen, vereinfachen, dass es keine guten Gründe dagegen gibt, die Lebensarbeitszeit an die verlängerte Lebenszeit anzupassen. Aber damit diese Botschaft ankommt, muss sie verstanden werden. Und bisher ist das meines Erachtens nicht der Fall. Wenn wir uns die Diskussion über die Rente mit 67 zum Beispiel anschauen, dann war das eine Diskussion darüber, dass man 2 Jahre Rente verlieren wird. Das ist natürlich völlig falsch. Bis die Rente eingeführt wird, 2029, hat die Lebenserwartung um 3 Jahre zugenommen. Das heißt, Rente mit 67 heißt ein zusätzliches Jahr Rente und 2 zusätzliche Jahre Arbeit. Das heißt, die 3 Jahre zusätzlichen Lebens werden 2:1 aufgeteilt auf mehr Arbeit und mehr Rente. Und das Verhältnis 2:1 ist so dumm nicht. Wenn man im Augenblick überlegt, Menschen arbeiten so ungefähr 40 Jahre und sind ungefähr 20 Jahre in Rente, auch 2:1. Man muss sich also eigentlich nur anpassen, relativ zu dem, was passiert. Man braucht nichts Neues. Die Anpassung ist gar nicht so schwierig. Ja? Nicht anpassen heißt, man verlängert die Rentenzeit überproportional behält die Arbeitszeit konstant. Ja, das geht natürlich allein aus lebensökonomischen Gründen nicht. Ne? Die Proportionen müssen erhalten bleiben. Und 2:1 ist eine schöne Regel für Proportionen. Ne?
Und obendrein könnte man dann die Rente mit 67 als ein zusätzliches Jahr Rente an den Wähler bringen, anstatt umgekehrt. Also da sieht man, wie selbst diejenigen, die es eigentlich wissen sollten, ich darf da Herrn Müntefering durchaus kritisieren, das eigentlich sehr ungeschickt verkauft haben damals. Als Basta und nicht als etwas, was letztlich positiv ist. Ich glaube, der andere wichtige Punkt, der das Verständnis leichter macht, ist, sich zu überlegen, wie die Zeiten sich eben ändern. Wir haben die Vorstellung, wenn wir an eine Generation weiterdenken, komplett davon gelernt, wie die vorherige Generation in diesem Alter war. Wenn wir über unsere Eltern nachdenken, dann denken wir an unsere Eltern, aber nicht an uns, wenn wir so alt sind wie unsere Eltern jetzt. Wir müssen eigentlich im Kopf die Veränderungen der ganzen Gesellschaft immer mit uns tragen. Ein 60-Jähriger heute ist so fit wie die 50-Jährigen, als die Bundesrepublik Deutschland ihr Wirtschaftswunder angefangen hat. Aber wir haben im Kopf die 60-Jährigen von damals. Und wenn wir jetzt an 70-Jährige denken, denken wir an die heutigen 70-Jährigen. Aber wir sollten sozusagen, wenn wir selber 60 jetzt sind, daran denken, wie wir mit 70 Jahren in 10 oder 20 Jahren sind. Die Dynamik, sich reinzuversetzen, die fällt uns natürlich schwer. Weil wir die Rollenbilder von den vorherigen Generationen übernehmen, anstatt dynamisch weiterzudenken, wie wir uns ändern als Menschen, indem wir 10 Jahre länger leben als die Vorgeneration. Diejenigen, die den Wirtschaftsaufschwung mitgetragen haben in den 50er, 60er und 70er Jahren. Und jetzt sehen Sie, jetzt komme ich schließlich zu dem eigentlichen Titel dieser Veranstaltung, es sind die Chancen der Alterung. Wir vergessen immer wieder in all den Diskussionen über Rente, Gesundheitssystem, ist immer wieder negativ besetzt. Wir vergessen dabei, dass die Alterung eine enorme Chance ist. Wir kriegen zusätzliche Lebensjahre, Lebensminuten pro Stunde, wie ich Ihnen vorgerechnet hatte, 1,5 bis 3 Jahre pro alle 10 Jahre. Und die können wir ausnutzen, zum Beispiel indem wir arbeiten, zum Beispiel indem wir was anderes machen, aber insbesondere indem wir einfach uns adaptieren, klar machen, dass das Geschenkte insbesondere gesunde Jahre sind. Dankeschön.